Rund 31.000 Euro hat die Gemeinde Basel in die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes am Basler Bootshafen investiert. Im Frühjahr wurde das Vorhaben umgesetzt. Am Mittwoch machte sich Bürgermeister Bernd Schulte gemeinsam mit Platzbetreiberin Monika Wertz und den Mitgliedern des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus vor Ort ein Bild von dem Ergebnis. Insgesamt 4 neue Stellplätze für größere Wohnmobile sind entstanden. Bislang hatten diese keine Möglichkeit, den Platz anzusteuern. Zurzeit wird die Anlage am Hafen um eine behindertengerechte Toilette erweitert.